Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Ja, auf dem Drachenberg gibt es immer noch einige Schätze, die wir bekommen können, und die gehen wir jetzt dann auch holen. Wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, bin ich jetzt gerade in die Lava gesprungen. Ne, wenn ihr euch erinnern könnt, letztes Mal gab es da so eine Brücke, wo wir nicht rüber können. Und als ich ein wenig hier unterwegs war, ist mir etwas aufgefallen. Moment, ich muss nur kurz meine Notizen hier suchen. Ah, da ist er. An einer Stelle, vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, war so eine Wand da mit Rissen drin. Zuerst habe ich gedacht, ja, legen wir halt eine Bombe hin und dann sollte das klappen. Dies ist leider nicht der Fall. Man muss nämlich noch mehr erledigen, wie nur das. Ah, übrigens, ich habe meine Zauber etwas sortiert, damit jetzt die wichtigsten Zauber oben sind, beziehungsweise die stärksten. Funke und so, das brauchen wir ja nicht mehr wirklich. Muss ich das wieder machen? Mann! Nein! Das wird noch anstrengend. Ah, verdammt. Ah, Mann. Konzentration. Nein! Mann. Was? Oh Mann. So langsam weiß ich schon auswendig, wo sie kommen. Und hier ist die Stelle. Wie ihr seht, reicht das hier nicht, um sie zu öffnen, ne? Weil wenn wir hier eine Bombe hinlegen, dann öffnet sie sich. Und es reicht nicht, dass wir immer das hier machen. Wir müssen das irgendwie so anstellen, dass sie immer im richtigen Moment eine Bombe explodiert, und das machen wir, indem wir das hier machen. Hier eine Bombe, dann dahin, dann dahin, dann hier eine Bombe, dann hier eine Bombe. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir hier wieder eine Bombe legen. Jetzt gehen wir rüber, setzen auch noch hier eine Bombe, damit die sofort die Bombe unter uns, die wir gerade gelegt haben, sofort auslöst. Können wir hier wieder eine Bombe legen, und dann legen wir hier auch eine Bombe, und dann haben wir dreimal sehr schnell hintereinander eine Bombe hier aktiviert, und das reicht dann aus, um hier hinzukommen. Was siehst du, diese Stelle hier gelangt zum schwersten Trick, drum bleib hier. So, jetzt wird's interessant, weil hier erwartet uns etwas
sehr schwierig ist. Dies ist das schwerste Spiel der Welt. Willst du es mal versuchen? Ich erkläre dir jetzt das Spiel. Du musst die Platten mit den Schatztruhen nach vorne manövrieren, indem du verschiedene Platten bewegst. Drücke den A-Knopf, um die bewegbaren Platten sichtbar zu machen. Benutze das Steuerkreuz, um die Platten zu bewegen. Wenn du aufgeben willst, setze den Zauberursprung ein. Das Spiel ist sehr schwer, doch es mit Wissen dürfte es schaffen.
geht's doch. Och du meine Güte, das hat jetzt lange gedauert. Glückwunsch, du bist wirklich ein schlauer Kerl. Oder nur geduldig. Mega Schild. Das ist nur für Guy. Was bringt das denn? Ein Schild, das härter als Stahl ist. Für den Anwender eine Weile vor harten Schlägen. Götterrobe. Im Mantel ist für 8 her. Magieabwehr. Ja, Legendenhelm. Was bringt uns der Legendenhelm? Mehr Abwehr, weniger Mut. Echsen-Ex. Gut. Und dann geht's hier weiter. Ja. Hier sind noch ein paar Schatzstunden. S-Crafting. Powerwing scheint besser zu sein. Heilsirup. Und es Wunderring. Und was haben wir hier? Hydrastein. Mehr Beweglichkeit. Okay. So, ja, sollten wir jetzt eigentlich alles haben, hoffe ich mal. Yes! Gut, dann sind wir hier fertig. Also dann Leute, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Griffion. Ciao ciao!